Yeah, do you like some? Do you like chocolate ice? Yes, me. Cute. Sechsmal so groß wie unser Christbaum und sehr schön dekoriert. Oh, das war ein Bild. Das war ein Bild, echt wie ein Traum. Das erinnert mich an Terminator. Terminator. Na ja, das war natürlich dran. Die ganze Terminator-Filme, wie auch andere in diesem Genre, die spielen ja mit religiösen Themen. Ja, Erlöser-Themen. Ja, eine, die die Welt erlöst und bla bla bla, die mit der Böse kämpft. Das sind ganz klar religiöse Themen. Wie kann ich da als Künstler, der sich sein ganzes Leben damit auseinandersetzt? Ja. Ich meine jetzt auch dich, also wir als Künstler, sich da neu positionieren und zeigen, ja, was Kunst genannt wird, ist doch lange nicht immer Kunst. Ja, und ja, also die Negative ist genau diese Kunst, also nicht nur die negative Abgrenzung, sondern es geht im Grunde auch darum, wirklich deutlich zu machen, was dahinter ist. Also, ne, dass es mehr ist als. Es geht mir schon auch um diese Abgrenzung. Ja. Doch. Ich möchte mich abgrenzen dafür. Und ich finde, Grenzen sind auch ganz wichtig. Ja, ganz wichtig. Wenn ich mich nicht mehr abgrenze, was passiert dann? Löse ich mich auf. Wer bin ich dann? Ja. Und ich möchte mich abgrenzen, sodass ich klar bin, das bin ich, das ist Paulus Remmers mit diesem Weg in seine Kunst. So viel Präsenz, dass ich zurückgewichen bin, sozusagen. Ja, genau. Und als du mir dann deine Bilder vorgestellt hast, dann bin ich dann wirklich im Grunde dann in die Tiefe gegangen. Und das war dann spannend. Da war eigentlich klar, dass du irgendwie, also dass du mit vielen ähnlichen also Gedankengängen auch hast, also dass der Prozess sehr ähnlich ist. Und wir haben dann das Gefühl davon, dass die Arbeiten zusammen wirken können. Also da hatte ich dann auch keinen Zweifel mehr dran. Aber als wir dann zusammen aufgehängt hatten, das war total irre. Da haben wir quasi für jedes Bild eine Entsprechung gefunden und das hat 5 Sekunden gedauert. Also das war wirklich so zielsicher, dass wir wussten, dieses Bild gehört zu diesem Bild, dieses Bild gehört zu diesem Bild. Ja, also bei Bildern hatte ich also das Gefühl, dass die, also ich meine, hier ist es ja auch eine übersehbar, aber auch die anderen sind sehr irre.
erotisch. Die sind sehr erotisch. Der Schlüssel zu den Bildern ist der Diskurs. Genau. Genau das. Genau. Da bin ich, dazu mache ich total glücklich. Diese Formel. Weil das ist das, wonach ich suche. Und das ist auch das, was ich erlebe. Deswegen will ich dieses Mal mit ganz viel Freude, ganz viel Leichtigkeit, ganz viel Inkabe Hochzeit feiern mit dir. The ocean spreading wide before me. From a little doorway, I see the whole world singing down. The horizon's line swallowing all and mesmerizing. Changing in a circle of sky, a circle of sea, a circle of sky, a circle of sea. Schon unglaublich, he? Wenn man in so einem Raum sitzt, der ausgebrannt ist. Das war deine Wohnung, oder meine, unsere Wohnung. Und wenn man das jemand beschreiben hören würde, dann würde man denken, wie kommt man damit fertig? He? Und jetzt sitze ich hier in dieser ausgebrannten Wohnung und irgendwie. Ja, das ist eigentlich die Normalität meines Lebens in diesem Moment.
meine Wirklichkeit. Man riecht doch, wie giftig das ist, du. Boah, hat alles verklebt. Und alle Bücher weg, alle Bilder weg, die Möbel weg, bis auf diesen kleinen Sessel, der morgen entsorgt wird. Nur noch ein leerer Raum, die Reste von zwei Bildern, verbrannt. Das Leben selbst ist eigentlich gar nicht davon bedroht. Das finde ich so spannend, ja. Mein Inneres ist davon überhaupt nicht bedroht. Im Gegenteil. Ich spüre einen Impuls erwachen, noch viel wesentlicher zu werden, noch viel radikaler. So radikal wie so ein Brand ist, ja, die innerhalb von 20 Minuten eine komplette Wohnung zerstört, zugrunde richtet. Möge man schon so radikal sein, um überhaupt an seinen Ursprung ranzukommen und damit an dem Erlebnis des Ewigen im Hier und Jetzt. Es macht auch nochmals still und ist eigentlich auch eine Art Handreichung, sich nochmal bewusst zu werden, wie wichtig innere Souveränität ist.